Moin, ihr Füchse da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zum Euro Truck Simulator 2 und hier im Simulationseck. Wir spielen, wie ihr offensichtlich seht, immer noch den Multiplayer-Mod und gucken heute mal, was wir uns als nächstes so an Ware an die Backe labern könnten. Wir wollten hier so einen kurzen Auftrag erstmal nehmen, der nicht weit ist. Wo führt denn der hin? Nö. Wobei, der führt direkt nach Norwegen. Ich wollte ja eh nach Norwegen. Dann lass uns den hier nach Norwegen nehmen. Müssen wir zwar wieder Boot fahren, scheiß drauf. Aber Norwegen ist cool. Dann sehen wir nämlich mal Norwegen und Schweden. Das sind die richtig hübschen Maps, wo sie sich richtig Mühe gegeben haben. Machen wir doch das. Dann gucken wir in Norwegen gleich, dass wir einen hier von Norwegen nach Schweden finden oder so. Dann habt ihr die nämlich auch mal gesehen. Los geht's. Der Auflieger steht bereit. Fahren Sie da mal hin. Jo, Marisch, da hinten ist er auch schon. Moin. Zip. Man hat sogar Avatare hier. Da wollte ich nur mal zeigen. Ist auch echt cool. Also sie haben das schon gut gemacht. Die nehmen einfach von dem... Euro Truck Simulator Account, den man hat, wenn man sich dann angemeldet hat bei diesen Euro Truck Simulator Webseiten Dingens, dann nehmen die da einfach den Avatar, mopsen sich den. Zip, 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 zip. Ja, noch ein bisschen, noch ein Baiten. Okay. So. Weiter geht's. Der Mann, der nicht einparken kann. Fährt trotzdem los. Nur weil man es nicht kann, heißt das ja nicht, dass man es nicht machen muss. Ne? Also, ist ja so. So, wir entern gleich eine Non-Collision-Zone. Das heißt, wir müssen uns wieder ordentlich benehmen. Kommt da gerade was? Nö, da kommt nichts. Ich weiß gar nicht, ob die den Tag-Nacht-Rhythmus hier rausgepatcht haben. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, hier wird auch ganz normal Nacht. Wobei, hier steht Sonntag 10 Uhr. Nee, läuft. Die Uhr läuft einfach nur langsam. Sag bloß, sie nehmen hier die Serverzeit. Das könnte natürlich sein, wobei es ist gerade nicht 10 Uhr, sondern 9.45 Uhr, aber je nachdem, wo die stehen. Aber nee, das sind zu schnelle Minuten. Das passt nicht. So, Christian Frehling. Grüße gehen raus an Christian Frehling. Ne? So, ich habe hier noch nie jemanden chatten sehen übrigens. Also man kann chatten, das geht. Aber irgendwie ist halt schwierig, während des Fahrens zu chatten. Da chattet eigentlich keiner, ne? So, was geht denn ab hier? Ja, oh, so ein Miest aber auch. So einen Miest. Ah, mein schöner Plüschwürfel ist da, ne? Oh, wir haben sogar so ein Dachfenster. Sehe ich erst jetzt? Was ist denn los mit mir? Ja, voll das Edelding gekauft mit Dachfenster. Wahnsinn. Oh, siehst du. Wenn ich den Kaffeebecher da sehe, nutze ich den Moment, wo wir mal stehen. Oh. Na, was ist nun los? Komm schon. Ich muss die Ware wegbringen. Blinken muss ich auch noch. Hab ja Zeit genug, ne? Na, da wird es schon gelb da hinten. Das heißt, dann kriegen wir gleich grün. Na, komm. Was ist das denn für eine Ampelschaltung hier? Jawohl. Gelb kennt ihr nicht, ne? Hat ja wahrscheinlich nie auch nicht hingeguckt. Oder die kennen einfach kein Gelb. Wo sind wir denn hier? Wir sind doch in Dänemark sind wir noch? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube schon. Ist gut, jetzt mach aus das Ding. Ja, das sieht sehr dänemarkig aus. 50 ist hier. Der Odense. Odense. Kann ich nicht. Ich kenne nur den Odensee. So, oh, gemütlich 50 fahren hier. Alles gut. Licht können wir eigentlich mal ausmachen. Wo ist mein Licht? Da. Nervt nur. Duck, 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 duck. Achtung. Kommt da was? Ne, alles gut, alles gut, alles gut. Ganz gemütliche rumschlängern. Alles gut. Ah, hier dürfen wir schon 90 fahren. So schnell kann es gehen. Ja, mit unserer Fracht bleibt es bei 80. Na gut, dann mal los. So, gleich mal. Was ist jetzt passiert? Hoffentlich ist nichts kaputt gegangen. Ich glaube, ich habe die Ausfahrt hier ein bisschen zu schnell genommen. Kommt da wer? Nö. Alles gut. 80. Jetzt gib Gas. You left the city. Kann auch sein, dass das mit den Achievements jetzt erst nach der neuesten Version geht mit dem Mod. Ich habe ja letztens gesagt, dass man keine Achievements sammeln kann und ich bin der Meinung, das ging auch nicht. Aber die patchen das Ding ja dauernd, weil das Problem ist, der Euro Truck Simulator wird alle Nase lang gepatcht. Das heißt, die müssen hier auch alle Nase lang nachpatchen. Machen die aber auch fleißig, muss man sagen. Also, wenn halt der neueste Euro Truck Simulator Patch draußen ist und ihr habt euer Steam so eingestellt, dass das Ding automatisch runterlädt, könnt ihr davon ausgehen, dass ihr dann an dem Tag erstmal nicht mehr zocken könnt Multiplayer. Müsst halt mal wieder Singleplayer spielen. Das dauert aber meistens nicht länger als ein, zwei Tage, dann hat die Modding-Community das Ding auch entsprechend angepasst, dass das dann mit der neuesten Version dann auch funktioniert. Also ich hatte jetzt, als ich das damals ausprobieren wollte, weil ich da war ich voll heiß drauf, jetzt habe ich Bock aber mal das zu testen, weil das fand ich so faszinierend, dass so viele Leute das spielen. Da wollte ich mitmachen. Und da hatte ich genau den Tag erwischt, wo die an dem Tag gepatcht hatten.
Dann war auf der Seite nur, wie man das downgraden kann. Dann kann man über Steam kann man das auch wieder downgraden. Nur kam dann gerade dieses Accessoires für den Innenraum-DLC raus und ich hatte meinem Truck ja schon diese Innenraumgeschichten verpasst. Dann hast du das Spiel gestartet, dann hat er gemeckert, du, da fehlt ein DLC, was los, ne? Alles klar, habe ich einen neuen Spielstand erstellt. Dann ging das auch, ne? Dann konnte ich es halt mit einem neuen Spielstand erstmal online testen. Ist halt ganz witzig. Das Schöne ist halt, wenn ihr dann keinen Bock mehr online zu spielen habt, könnt ihr da mit dem Spielstand einfach wieder im Singleplayer weiterspielen. Was ich nur hatte, ich bin von einem Spielstand dann auch in Singleplayer gewechselt, hatte eine Mission angenommen gehabt, online, hab dann gespeichert, hab dann den Singleplayer gestartet, irgendwann später, und dann hieß das, dass die Fracht schon seit, weiß ich nicht, einer Woche oder so überfällig ist und ich musste 27.000 irgendwie Strafe bezahlen und all so ein Scheiß. Das war nicht so geil. Ne? Also man sollte gucken, wenn man dann keinen Bock mehr hat, den Multiplayer zu spielen, gebt noch den letzten Auftrag ab und speichert dann ohne Auftrag, weil das zeitmäßig sonst Probleme gibt. Zumindest bei mir. Kann sein, dass das irgendwie auch einfach nur ein Bug war oder ich einfach nur ganz viel Pech hatte. Auf jeden Fall ging es richtig ins Geld. Fand ich nicht so toll. Aalborg, na siehst du, wir fahren nach Aalborg. Hier sieht es ja auch schon eigentlich ganz hübsch, also in Anführungszeichen hübsch aus, es ist eine Autobahn, ne? Aber ist okay. Was ist da los? Was ist da los? Wer WhatsAppt hier morgens rum? Gibt's ja wohl nicht. Muss mal wieder mal mit einer Lachen da als Klingelton einstellen. Seitdem ich dieses Amazon-Telefon habe, als Amazon-Junger braucht man natürlich ein Amazon-Telefon, habe ich mir noch nicht die Mühe gemacht, da irgendwelche Klingeltöne oder sowas einzustellen. Mich ruft eigentlich eh nie einer an. Ist auch gar nicht so verkehrt. Heute so die ganzen Nerds und so, da ruft da keiner mehr an. Ne? Da wird ja nur noch gewhatsAppt und gesteamt. Eigentlich unterhalte ich mich hauptsächlich noch über Steam. Die meisten sind ja zu Skype gewechselt inzwischen. Skype hat ja so ICQ und MSN Live Messenger abgelöst. Aber ich finde Skype zum Chatten zu benutzen einfach komplett scheiße. Das Ding ist so ein Telefonprogramm und fertig, ne? Was soll denn das, ne? Ich glaube, ich bin auch einer der wenigen Menschen, die immer noch ICQ hatte. Das gubbelt zwar in meinem Pigeon da als irgend so ein Protokoll noch rum. Ich bin da dann halt manchmal online. Manchmal sind da noch verirrte, einsame Seelen, aber wirklich nutzen tut das seit WhatsApp und Smartphone eigentlich auch keiner mehr. Naja, so ändert sich die Zeit, ne? Ja, wie weit müssen wir denn fahren? 20 Stunden? Was ist denn los? Wo fahre ich denn hin? Ist das doch so weit? Aber ja, stimmt ja, wir fahren ja Schiff. Ich habe vergessen, dass wir Schiffchen fahren. Ganz vergessen. Ich zeige euch nochmal wieder ein bisschen unseren Aufleger und so, wenn wir hier so geradeaus fahren. Wie so einen dicken Volvo fahren. Sweden Star, ne? Kann nichts kaputt gehen. Das läuft bei uns. Eigentlich hätte ich ja lieber einen orangenen Scania. Ich habe jetzt auch geschnallt, wie das geht. Man muss halt, wenn man in den Städten ist, kann man, nachdem man seinen Auftrag abgegeben hat in einer Stadt, kann man da erstmal noch rumheizen und nach lokalen Arbeitszentren suchen und Händlern. Und dann kriegt man langsam immer mehr Händler auf der Karte und kann dann da natürlich dann auch von unterschiedlichen Marken entsprechende Trucks kaufen und die verbessern und so weiter. Wir könnten mal gucken, wenn wir ein bisschen Geld angesammelt haben, können wir unseren Truck ja eigentlich erstmal aufpimpen. Ne? Ich habe ja eh vor, kurz vor Schluss, nehmen wir nochmal so einen 500.000 Kredit auf, gucken uns nochmal an, wie man seine Basis aufpimpen kann und sowas und auch mal den Truck ein bisschen aufmotzen, damit ihr das auch nochmal gesehen habt. Aber wie gesagt, das mache ich nicht im Multiplayer, das mache ich dann, wenn wir diesen Pro-Mod mal installiert haben. Dann machen wir das da nochmal und dann zeige ich euch ein bisschen Pro-Mod und die Karte, wie sich das so verändert. Und ich denke, dann haben wir auch... Es sei denn, ihr wollt das unbedingt noch sehen. Ich habe jetzt erstmal ein bisschen Pause gemacht, weil ich habe einfach zu viel angefangen wieder mal. Ich komme eigentlich gar nicht dazu, das alles aufzunehmen, was ich gerne aufnehmen würde. Vor allen Dingen, weil ich zur Zeit morgens öfter mal echt so müde bin, dass ich dann, obwohl ich eigentlich mir 6.15 Uhr dann meinen Wecker gestellt habe, um noch ein bisschen Witcher zu spielen, liege ich dann im Bett und ich so, oh, weißt du was, so, nö, heute mal nicht. Und dann habe ich halt immer noch Folgen auf Halde, dann geht das auch noch, aber dann wird das immer weniger, ne? Ja, die Zeit, die Zeit. Ja, aber es gab doch ein bisschen Resonanz, dass man doch noch ein bisschen Euro-Truck-Simulator sehen möchte. Na ja, gut, okay, kein Problem. Wenn ihr euch das wünscht, solltet ihr noch ein paar Folgen Euro-Truck-Simulator kriegen. So sind wir ja nicht, ne? So, wie schnell darf ich denn fahren? 80, es ist bei 80, alles ist gut. Die Sonne knallt uns direkt in... Oh, was los? Oh, ich muss ein bisschen mehr korrigieren hier. Nicht auf dem Streifen da fahren. So, alles gut. Alles gut. Ich will gar nicht wissen, wie viel Kohle wir schon an die Bullerei abgelatzt haben wegen du bist geblitzt worden, du bist zu schnell gefahren, du bist einfach dumm, ne? Warum sind hier die Schilder eigentlich abgehangen mit so Müllsäcken? Was ist da los? Ist wahrscheinlich noch nicht zu Ende gebaut. Ja, da ist ja Dänemark, oh, nö, den kleinen Zipfel da machen wir noch ein bisschen was, da muss reichen.
Was WhatsAppen die denn da alle? Das könnte wichtig sein. Wow. Wahrscheinlich aber nicht. Irgendwie wollten die heute alle ins Kino gehen. Sich den neuen James-Bond-Film angucken, aber... Ist nicht so meins, ne? Ich warte lieber auf den neuen Star-Wars-Film, da bin ich mal gespannt. Der könnte tatsächlich mal wieder was werden, obwohl er von Disney ist. Aber ist, glaube ich, ganz gut, dass George Lucas das nicht mehr macht. Das wird immer schlimmer, ne? Es wird immer schlimmer. Gucken wir mal. New. Da baumelt mein lustiger Würfel rum. La 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 la. Es geht weiter geradeaus, also nicht abbiegen, alles gut. Hier ist das richtig, ne? Hier öffnet sich jetzt eine weitere Spur, die Abbiegespur, und dann ist gut. Oh, da kann man gar nicht runter. Oder könnte man da runter, aber... Nee, da ist verboten. Da ist verboten. Na, wie gesagt, dieser Pro-Mod öffnet die Map noch. Da wird noch richtig was dazu gebaut. Da gibt es noch neue Orte und was weiß ich was alles. Also die Leute sind schon krass drauf. Man kann sich auch noch neue Trucks reinmodden. Teilweise auch diese Ami-Dinger, ne? Diese Ami-Riesenschlitten-Teile, wo du dann auch zwei so eine Anhänger hinten dran hast. Nur das Problem ist, die Karte ist halt nicht wirklich dafür ausgelegt. Und damit dann um die Kurven oder Kreisverkehre zu fahren, na, herzlichen Glückwunsch. Aber so ein Ami-Bock ist halt auch cool, ne? Der halt so eher wie diese Coca-Cola-Weihnachtstruck-Dinger aussieht. Sowas haben wir bei uns in Deutschland ja nicht. Wir haben ja nur diese Kästen hier. Diese richtigen Klischee-Trucks haben wir nicht. Und so ein Ding könnte man sich auch nochmal noch reinmodden. Ich glaube, das mache ich, wenn wir Pro-Mod machen, modden wir uns auch noch so ein Ding rein. Kaufen wir uns mal so einen Ami-Truck. Da gibt es einen von Scania und irgendwie bin ich ein Scania-Fan. Ich weiß nicht wieso, es muss an Riding Bean liegen, weil da drin fährt ein orangener Scania. Deswegen habe ich mir stumpf in meinem Privatspielstand auch erstmal einen orangenen Scania gekauft. Zieht nix das Ding, aber ist auch schon zweimal kaputt gewesen. Der hat jetzt irgendwie 5000 Kilometer runter und war schon zweimal in der Werkstatt. Das ist ja auch hundertprozentig. Das ist halt auch cool, hatten wir hier noch gar nicht Motorstörung. Das kann dann passieren, das ist jetzt unser eigener hier. Kein gestellter Truck mehr, das ist ja wirklich unser Baby hier. Wir müssen ja auch tanken und sowas. Und der geht nach einer Zeit auch kaputt und dann müssen wir auch in die Werkstatt fahren und das geht richtig ins Geld, ne? Macht halt Spaß. Und wenn man dann nachher so seine Flotte hat, muss mal gucken, wie es ist. Wenn man nachher so eine richtige Flotte hat. Also wir werden das, wie gesagt, noch gucken. Aber jetzt ist erstmal ein bisschen Multiplayer angesagt. Da fahren wir noch entspannt, sammeln noch ein bisschen Geld. Und ist das gut. Ach guck mal, es gibt einen Teamspeak-Server. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Da kann man sich nämlich, das ist glaube ich für Trucker eher wichtig. Normalerweise können die ja sich über ihr Funkspruchgedönse da so, Trucker in der Nähe, können sich dann unterhalten. Stelle ich mir ganz witzig vor, du kannst natürlich über Teamspeak simulieren, nur das Problem ist, dann ist in einem Channel ja alles drin. Das wäre dann irgendwie, müsste man hier in-game noch einbauen, dass der dann echt so einen Radius von, weiß ich nicht, 5 Kilometern hat und dann kann man quasi mit seinem Headset funken und alle, die im Radius sind, hören dich dann. Das wäre natürlich richtig cool. Das könnte man ja in den Mod eigentlich noch einprogrammieren. Das muss man halt dann über den Mod realisieren und nicht über das Spiel. Die Frage ist, ob der Mod sehen kann, ob man das abgreifen kann, wo andere Spieler sind und so weiter. Aber die Idee ist ja gar nicht mal schlecht, dass du dann echt so funkspruchmäßig dich, wie sie die Taxifahrer und wie sie die Trucker jetzt ja auch machen. Die unterhalten sich ja auch so auf der Autobahn mit ihrem Funkgedönse da, ne? Das wäre schon irgendwie witzig. Nicht fürs Let's Playen, aber so privat ist das bestimmt ganz lustig. Hat man ja auch bei DayZ gemerkt, wie witzig das einfach ist, wenn man einfach in der Spielwelt mit Leuten in seiner Umgebung quatschen kann. Da passieren die lustigsten Sachen. Also da hatten wir auch schon viel Spaß mit. Das ist eigentlich immer ganz witzig. So, wie weit noch? Es geht irgendwie nur geradeaus so. Wir müssen nichts machen, außer geradeaus fahren. Da kann ich den Moment ja nutzen und mal hier so einen Kaffee wieder trinken. Der langsam auch echt unangenehm kalt wird. Muss man wieder auffüllen gleich. Nach dem Party wird erstmal Kaffee aufgefüllt. Da ist wieder einer. Moin! Ja, siehste, ein bisschen Interaktion hier. Also ihr seht, es ist gar nicht so langweilig und ihr müsst überlegen, es sind jetzt gerade 600 irgendwas Leute online. Normalerweise ist die zehnfache Menge da. Also abends könnt ihr echt teilweise mit bis zu 6000 Leuten spielen. Und dann ist halt richtig Rambazamba. Da muss man auch in den Städten vor allen Dingen wirklich ordentlich links vor rechts und so beachten, weil man sich sonst crasht und dann gibt's Haue, dann gibt's Mecker von den anderen natürlich, weil die Trucks kaputt gehen und sowas. Also das ist ein bisschen fordernder, als einfach nur mit irgendwelchen strunzdummen KI-Leuten zu fahren, weil da ist es dir egal, wenn du die rammst. Das Einzige, was passiert, die Ware geht kaputt, ist halt blöd, aber da regt sich dann kein anderer auf, ne? Hier hast du andere Spieler, die sich aufregen. Gibt natürlich dann noch ein paar Arschlöcher, die dann einfach nur zum Trollen hierher kommen und dann im Gegenverkehr fahren. Dauert aber meistens nicht lang, bis die dann gebannt werden, ne? Ach, hier sieht's ja hübsch aus, ne? Von den Bäumen her und so. Hübsch, hübsch, hübsch. Ja. Also ist, wie gesagt, es ist erstaunlich lustig. Man kann jetzt halt hier, man muss ein bisschen Smalltalken, während man das hier aufnimmt, weil es ist nicht viel los, worüber man reden kann.
Aber es ist erstaunlich witzig. Moin! Ja, moin! Hat eine geile Hupe. Ich brauche auch. Wir müssen uns dringend eine bessere Hupe organisieren. Für einen Multiplayer lohnt sich das, ey. Cool, cool. Da parkt einer. Also so soll man nämlich normalerweise parken. Wenn man parkt. Na gut, der parkt ein bisschen merkwürdig. Er fährt auch noch. Moin. Wenn man parkt, dann am besten hier halt am Strandstreifen, wo man keinen stört. Wenn natürlich nur eine Zweifachspur ist, ohne Strandstreifen irgendwo in der Wicken, hilft's nichts, ne? Da muss man halt auf der Straße parken. Am besten irgendwie Warnblinklicht an. Habe ich aber nirgendwo hingelegt. Deswegen gibt's bei mir kein Warnblinklicht. Wir können dann aber auch nach links blinken. Dann weiß man auch, dass man parkt. Und ja, möglichst nicht zu lange dort verweilen, weil es halt die anderen natürlich stört, ist klar. Moin! Das hat er ja cool gemacht, er hat sein Überholen mit Hupen angekündigt, damit ich nicht jetzt plötzlich rausziehe, weil, wie ihr seht, ich natürlich den Spiegel nicht einsehen kann, weil ich auch zu faul bin, den wieder hier rein zu aktivieren. Ich finde das cooler, immer so zu drehen. Für die Übersicht ist es natürlich sinniger, wenn man ehrlich ist, sich den einblenden zu lassen. Ihr könnt euch den rechten Spiegel auch einfach wieder hier einblenden, dann sieht man den immer, egal wie man guckt. Aber das nimmt so viel vom Cockpit weg, das gefällt mir nicht. Deswegen, moin, habe ich den nicht drin. So, hier müssen wir jetzt... Jetzt geht das tatsächlich mit dem Multiplayer, da bin ich ja schon fast... Es ist halt schade, dass nicht Pro-Mod und das funktionieren, ne? Das wäre natürlich richtig geil. Aber das geht leider nicht. So, wer hat sich denn da zu spät für die richtige Spur entschieden? Als ich gestern Nacht nach Hause fahren musste, ist mir das ähnlich passiert. Wir haben uns... Ich fahre ja momentan nach Navi, weil ich kenne mich auch nicht aus, ne? Und wie das meistens so ist, manchmal sieht man dann nicht rechtzeitig, wo man rein muss. Also bin ich dann an der Ausfahrt vorbeigefahren. Also nicht Autobahnausfahrt, sondern einfach beim Abbiegen zu spät abgebogen. Und musste dann so meine Schleife machen. Und beim Schleife machen musste ich dann einmal links abbiegen. Und ich habe stumpf den Linksabbieger nicht gesehen. Und Schatz meinte dann auch nur, wüsste ich nicht links einordnen? Ist zum Glück nachts gewesen, da ist eh keiner mehr gefahren. Und ich, nö, du, eigentlich nicht. Ja, eben noch fix rüber. Also das liegt aber auch an unserem Auto. Ich habe halt so einen uralten Mitsubishi. Und ich muss echt sagen, wenn man da Licht anmacht, dann hat man nicht das Gefühl, dass Licht an ist. Vor allen Dingen nicht in der Stadt. Also in der Stadt bringt dir das Licht bei mir gar nichts. Da sehe ich gar nicht, dass das an ist. Da ist jede Funzel heller als mein Autolicht, ne? Aber auch im Wald, wenn da ein bisschen Gegenverkehr mit Licht ankommt, du siehst nichts mehr. Also Wahnsinn. Das ist jetzt auch das Erste, was auf dem Plan steht. Da sollen neue Birnen rein und ordentliche ordentlich was ein bisschen ballert. Das ist ja lebensgefährlich, damit nachts rumzufahren, ey. Hörst du auf zu blinken? So, wir sind auf dem Weg zum Meer. Wir fahren mal wieder übers Meer. Schön nach Schweden, glaube ich, war unser Ziel. Freue ich mich jetzt drauf. Da sehen wir richtig schön mal die schwedische Natur. Ne? You've entered the non-collision zone. Hier haben wir jetzt Ruhe. Hier geht nichts kaputt. Check-in Cargo. Wir müssen dahin. Da steht auch schon einer. Moin. Wir sind nicht allein. Ah, jetzt ist so ein Helikopter dabei. Ist ja auch cool. So, und wir müssen dann nach... Nee. Ja. Nee. Da müssen wir, glaube ich, hin. Das ist ein bisschen blöd, dass das aktuelle Ziel nicht angezeigt wird. Aber ich glaube, wir mussten da hin. Wenn nicht, verfahren wir uns halt ein bisschen. Müssen wir ein bisschen länger fahren. Würde aber schon passen. So. Motor an. Los geht's. You entered into the city. Jawoll. So, willkommen in Schweden. Da könnt ihr jetzt mal richtig schön sehen, wie die nochmal sich richtig Mühe gegeben haben. Die Map richtig schön zu machen. You left non-collision zone. Ja, jetzt geht's wieder los. Jetzt dürfen wir wieder rammen. Also aufpassen hier. Hier kann keiner kommen. Alles gut. 50 Leute. Oh, was ist denn da los? Ich muss gleich, wenn hier der Part rum ist, muss ich erstmal diese WhatsApp-Gruppe stumm schalten. Ist ja nicht auszuhalten. Nee. Ja, so weit, so gut. Da ist Bergen. Das ist auch schon unser Ziel. Sieht ja hübsch aus, auch mit der Häuser hier, ne? Und mein Würfel ist am Abgehen, Alter. Was stimmt denn nicht mit dir? Was stimmt denn mit dem Würfel? Entspann dich. So. Ach, ganz schlimm. Was ein hübscher Klotz da. Sieht ja richtig nett aus. Ist das schon wieder so weit? So, warte, wir fahren noch kurz dahin, ne? Einparken mache ich dann im nächsten Part, aber wir fahren eben noch fix dahin. Na, ja, wobei wir können natürlich auch kurz hier... Komm, wir pausieren hier kurz, was soll's, ne? Zack, Pause hier, ich blink kurz.
Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich wie immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.